Supi und willkommen zurück zu Part 93. So langsam müssten wir jetzt auch vorankommen. Hey, du! Neoras! Ich komme, um den ominösen Dracheneitrank abzuholen. Ja, ich habe ihn gerade fertiggestellt. Hab ihn noch nicht ausprobiert und übernehme keine Verantwortung, hörst du? Gib schon her. Na gut, hoffentlich fliegt dir nicht die Schädeldecke weg von dem Zeug. Stimmt, da war ja was. Den Drang habe ich jetzt halbwegs vergessen. Stärke plus 3. Gut. Nimm ich. Stärke plus 3. Gut, okay. Klar, warum nicht? Muss ich mal gucken, ob der Trank vielleicht auch irgendwie was anderes birgt. Da liegt er, ihr heiliger Hammer Innos. Garvik, machst du das gut? Ja, super. Habe ich schon gepennt? Ich probiere es einfach mal, kann ja nicht schaden. Okay, war halt doof. Egal. Die 100 Gold werden mich jetzt nicht arm machen. Stärke plus 3, das ist gut. Gudi. Äpfel haben wir auch noch ein paar. Stimmt, du hast ja schon. Die Fackel bringt Licht ins Dunkle. Erfahrung 1000. Geil, wir kriegen wieder Lernpunkte. Oh, sind auch bald wieder soweit. Ich möchte jetzt nicht von einem Buchregal erdrückt werden. Geil. So. Interessant. Aber hier gibt es wieder was Böses. Gibt es hier irgendwelches Gewicht? Okay. Ich würde mal sagen, Xadas war das. Er hat nämlich keinen Bock, dass hier irgendwelche Lümmel da hier rumeiern. Ja, wenn schon, denn schon, oder? Brudi. Bros. Wenn, dann mache ich hier... Gibt's hier noch irgendwas? Na, noch ein paar Skelette, die hier rumstehen? Nein? Okay. Gut, das ist der geheime Keller der Bibliothek, des Klosters. Davon weiß, glaube ich, noch nicht über Pyroka was davon. Das wird nämlich interessant. Ich möchte hier nämlich, so gut es geht, alles angucken. Ich trinke noch ein paar Tränke, von denen habe ich ja viele. Ja, wir kriegen hier wieder ordentlich EP, das ist super. Kommt hier noch was? Nö. Das gefällt mir nicht. Ich bin hier irgendwo richtig, aber ich möchte eigentlich am liebsten alles nochmal in Ruhe angucken und hoffen, dass ich hier noch irgendwas finde. Die Leichen zeigen mir, wo ich schon gewesen bin. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Hier ist die Treppe. Hier gibt es auch nichts. Ich möchte in Ruhe alles nochmal abklappern.
Und wenn es nur so ein Skelett ist. Es gibt Leute, die meinen, man kann eine Stufe 39 erreichen. Ich glaube, wenn man das so krass macht wie ich. Also wie gesagt, normalerweise, wenn man dann das Spiel wirklich rangeht und es halt auswendig kennt oder weiß, auf was man achten muss, dann ist das alles sehr easy gemacht. Dann kriegt man da, weiß man halt zum Beispiel, was für Quests man am Anfang machen sollte, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Und so weiter. Das hast du ja in der Regel normalerweise nicht. Da suchst du halt was aus, gehst von Quest zu Quest und weißt und läufst dann halt weiter. Ich mag den Skelettmagier nicht. Zum Glück ist er da gerade ein bisschen festgestackt. Ich hab doch... Nee. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Wie, da hat nichts. Ist ja doof. Aber blöd. So. Jo, so, die Skelette habe ich alle platt gemacht. Super. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der so noch ein bisschen mehr rumspackt und halt anfängt, Skelette zu erschaffen. Dann kann man nämlich... Das ist nämlich so ein kleiner Trick, wo man so ein bisschen EP herkriegt. Aber ich bin eigentlich mit unserer Stufe so zufrieden, ne? Stufe 44, Kreis 5. So. Oh je, das erschreckt mich gerade ein bisschen. Entschuldigung, ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen Gänsehaut gemacht. Hat die Lampe irgendwas zu bedeuten? Nein, man weiß es nicht, man weiß es echt nicht. Hier ist es immer so ein bisschen... Nein! Doch! Hier könnt ihr mir nämlich nichts, ihr Lümmel. Nichts zu holen. Nein, das sind Dämonen! Ich kann noch kein Herz nehmen! Na gut, ich weiß ja noch, wo man welche herkriegt. Ich will... Was ist das für ein Vieh? Ich will da nicht rein. Kann ich ja irgendwie so ein bisschen... Nee. Ich kann ihn nicht anvisieren. Das ist nicht gut. Wieso kann ich die nicht anvisieren? Warte mal, der kriegt mich, aber ich krieg den nicht. Vielleicht kann ich es ja anders machen. Das ist doch doof. Warte mal, ich habe doch eine neue Rune. Die nicht, sondern die hier. Ja, super. Dann muss ich es anders machen.
jetzt ist natürlich sehr scheiße. Geh doch mal da drauf. Na, warum habe ich denn jetzt das nicht mehr auf der 9? Mittlere Wunden heilen wollte ich eigentlich nicht. Aber mittlere Wunden heilen. Was. Die haben auch alle eigentlich was ganz Gutes. Oh, wie der Dämon einfach mal so richtig schön. Hier bin ich. Du Mummel. Das Buch, Seekarte, Trank. Okay. Gesetze der Inseln. Jo, irgendein Buch verrät mir doch, wo er ist. So, wo haben wir es denn hier? Steintafel, graue Lieferung. Los Hammer, Los Doppelhammer, Notiz, Nachricht, Gift der Blutfliegen, Tagebuch. Almanach der Besessenen, Nachricht, Heilen von Ödorath. Okay, Nachricht, Karte, Lucias Abschreibung, Landkarte, Landkarte, Steckbrief. Magischer Brief, Befehle, Dexter, Insel von Ödorath. Hm, da hast du dich also versteckt. So, verdammt so. Weit weg. Verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Jo. Xadans, Taverne, Hafenstadt, Pass, Korinus, Dämonenturm, Burg, Kloster, Großbauer. Hier gibt's doch bestimmt irgendwo. Bin mir ziemlich sicher. Lederbeutel. Hanna hat ihn mir gegeben. Kleiner Schlüssel und ein paar Dietriche. Super. Gibt's vielleicht irgendwo eine Spruchrolle? Ich meine, Xadas hätte mir eine Ruhe gemacht. Stadt, Mintal, Korinus, Dämonenturm, Burg, Kloster, Großbauer. Nö. Hey, da kann das kann nicht alles sein. Das kann echt nicht alles sein. Lieferung, wichtiger Hinweis. Banditenlager, grüne Novize, Rezept, los haben wir, Doppel. Erster Blut fliegen, eine Nachricht. Wir haben das Lager verlassen, okay. Hallen von Ödorath. Nachricht. Mir reicht's. Einmal nach der Besessenen. Tagebuch. Cornelius Kräuter, Lucias Abschiedsbrief. Landkarte Korinus. Korinus. Mintal. Steckbrief. Pyrokas. Magischer Brief. Befehle.
Seekarte. Hm, da hast du dich also versteckt. So, verdammt weit weg. Hm. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Brief. Die Lampe bringt Licht. Xadars Brief. Verstaubtes Buch. Ich bin mir sicher, dass sich beim Bollen handelt. Okay. Turmschlüssel, Dietrich Schlüssel, Flammenzunge, Kerkerschlüssel. Luz Schlüssel, passt zur Kneipe im Banditenlager. Schatulle, ist da nichts drin? Nein. Ich gucke mir das alles nochmal an. Ich meine nämlich, ich habe irgendwas übersehen. Bin mir nämlich da echt nicht so sicher. Oder muss ich da zum Alchemisten und mir irgendwie eine Rune erschaffen? Irgendwas hat er, war da nämlich noch. Weil hier kann man nämlich rein, hier in diese Wand. Da teleportet er sich hin. Die Frage ist, wenn ich Magier bin, werde ich die wahrscheinlich selbst bauen müssen. Könnte natürlich jetzt hier nochmal durchgehen. Schon geil, ne? So ein geheimer Keller hat schon was. Hat alles, was man braucht. Spinnenweben. Oh, wenn ich so irgendwann mal so ein riesen Landhaus besitzen sollte, was wahrscheinlich nicht passieren wird, man muss ja auch irgendwo realistisch bleiben, dann werde ich mir so ein riesiges Kellergewölbe einfach irgendwo umbauen. Einfach nur, um rumzugammeln. Das wäre schon geil, ne? Ich meine, du musst ja nichts großartig verstecken. Einfach nur ein paar Hinweise und eine Karte und allem drum und dran. Und ja. Dann halt überall so wirklich Licht und so ein Scheiß. Wäre halt auch nett. Dass man zum Beispiel, wie heißt's? Ah, wie soll ich das sagen, dass man zum Beispiel halt so einen Lichtschalter reinmachen kann, dass man zum Beispiel den Geheimweg wieder nach draußen findet, mit dem passenden Licht. Der wäre schon geil. Die Bibliothek hier sieht natürlich auch sehr, sehr nice aus. Gibt's hier, ne, hier gibt's nur Alchemie-Geschiss, ne? Talamon! Hey, du! Ich habe eine Geheimtür gefunden. Was? Oh. Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyroka davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Ich war im Gewölbe. Und was hast du gefunden? Dort unten war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht. Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Wir werden uns mit dem Gewölbe beschäftigen. Alles klar. Aber davor möchte ich gerne noch an einen Runentisch und mir diese Rune erschaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann irgendwo nochmal zurückkommen in dieses Gewölbe. Weil das Kapitel 5 ist nämlich in der Regel ziemlich schnell gemacht. Wird sich das jemals ändern? Das Geheimnis der Bibliothek. Ich wusste, dass ich das selbst machen muss. Normalerweise macht der Xadars mir die Rune. Wenn wir kein Magier sind. Teleport zum alten Dämonenturm. Eispfeil. Hier. Heiliges Geschoss. Krass. Das macht natürlich richtig. Das macht nämlich einen guten Magieschaden. 60 Mana. Magieschaden 75, 15 oder 75, 3 sind dann 45 mal 3, 75, 150, 225, 5, ne? Nee, 1, 2, 75, 150, 4. Ja gut, das ist eigentlich nur ein etwas stärkerer Feuerball. Schade eigentlich. Großbauer, Kloster, Burg, Dämonenturm, Korinus, Minental, Hafenstadt, Taverne, Xadars.
Schade. Aber gut, dann gibt er uns halt dieses heilige Geschoss. Ist das wirklich wahr? Ich habe auch keine... Warum erfahre ich das jetzt erst? Weil normalerweise teleportiert uns Xardas in einen von diesen Räumen. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe... Es sind schon... Nimm dies. Danke. Die Prophezeiung erwähnt... Die Aura Innos ist ein Amulett, welches nur den größten Magiern eines Zeitalters vorbestimmt ist. Was ist das für ein Amulett? Man sagt, dass es von Innos selbst geschmiedet wurde und den Menschen als Geschenk gemacht wurde. Es schützt den Träger vor jeglicher Art von Schaden. Kann ich es haben? Was? Was willst du damit? Gegen den Drachen antreten. Ja, natürlich. Ich werde dir das Amulett geben, aber gehe sorgsam damit um. Ja, ja. Ich möchte es nicht später bei einem Händler zurückkaufen müssen. Nutze es gut. Cool, Innos göttliche Aura, super. Lehre mich. Viel Zeit ist vergangen, seit du den Bund mit dem Feuer eingegangen bist. Viel ist geschehen. Und wir finden keine Ruhe. Du bist der erwählte Innos. Und als solcher wirst du alle Kraft brauchen, um deine Kämpfe zu bestehen. Ich weihe dich nun, Erwählter. Du trittst in den sechsten Kreis. Mögest du das Licht bringen? Die Zauberformel des letzten Kreises kannst du nun von mir lernen. Ach, eine Sache noch. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dich wiedererkannt habe. Du hast von mir den Brief bekommen, als wir dich damals in die Barriere geworfen haben. Ja, damit hast du mir das Gefasel des Richters erspart. Und du bist der erwählte Innos. Empfange nun meinen Segen, Erwählter. Innos, das Licht der Sonne und das Feuer der Welt, segne diesen Mann, deinen erwählten Diener. Schenke ihm Mut, Kraft und Weisheit, dem Weg zu folgen, den du ihm bestimmt hast. Gut. Unter. Monsterschrumpfen, Todeswelle, Todeshauch, Feuerregen 20. Boah, lecco mio. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Ildorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Eine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Okay. Habe ich auch schon welche im Petto. Gibt es aber zwei Sachen. Entweder Milton, der kommt auf jeden Fall mit, oder Saturas. Ich persönlich mag ja, es ist schwierig, es sind beides coole Bros, aber du kannst auch wirklich nur einen mitnehmen. Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht. Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Ja, das stimmt.
Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen. Und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen. Denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. So, ich glaube, die Tränen Innos machen uns für eine kurze Zeit unverwundbar und das Amulett Innos ist richtig gut. Ja, wir sind eigentlich gut gerüstet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Warum? Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, gefressen wie Gorn. Vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Alles klar. Gut, 27 Minuten. Ich mache hier einen Schnitt. Und im nächsten Part sammeln wir dann unsere Crew. Und bevor es aber zu den Hallen von Edorath geht, mache ich dann nochmal eine Offscreen-Session. Und dann sehen wir weiter. Ja, macht's gut, bis dann.